Willkommen zurück zu New World oder in der New World oder wie auch immer. Wir haben jetzt die Aufgabe, mit den Fraktionsvertretern zu sprechen. Und ja, es ist etwas Zeit vergangen. Ich bin vom Server geflogen und habe dann sehr, sehr lange gebraucht, wieder darauf zu kommen. Also es ist momentan ein reger Ansturm auf dieses Spiel. Und ja, jetzt suchen wir uns mal die Fraktionsvorsitzenden. Ja, rechts von uns ist irgendeiner. Das dürfte dann wohl die Grüne sein. Ja. Dann sprechen wir mal mit Uzma Yoshi. Glaubst du, du hast das Zeug zum Marodeur? Unterschätze uns nicht. Unser Pfad fordert Opfer. Fantastisch. Will ich nicht. Tschüss. Naja, solange wir nicht das Opfer sind oder geopfert werden müssen. Wir sind die Stärksten der Starken. Mal wieder nicht ganz bis zu Ende synchronisiert. Ja, Ruhm und Ehre. Geiler Shit. Ja, das ist also so, die Stärksten der Starken, Ruhm und Ehre. Da bin ich mit meinem großen Hammer hier wahrscheinlich gut aufgehoben. Wahrscheinlich wohl eher so eine Art Krieger-Gilde. Dann gucken wir uns mal den nächsten an. Ist er da oben drin? Ah ja, Tatsache. Glander Dempster. Gut, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Erzählt mir vom Bündnis. Der Funke spendet dir Lebenskraft. Er treibt dich innerlich an. Der Sinn. Ja, okay. Das macht also so ein bisschen, ja, die Kirche des Lichts, ne? Wahrscheinlich so ein bisschen eher für Zauberei Interessierte oder Magiebegabte oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder so ein bisschen Paladin-mäßig unterwegs sein. Ach, da. Dann ist das hier wohl das Syndikat. Du möchtest mir also zuhören? Wofür interessierst du dich? Astrologie? Numerologie? Alchemie? Oder irgendeine andere Wissenschaft? Allein wir haben den nötigen Verstand, um die Mysterien dieses Ortes zu enträtseln. Wir werden die Geheimnisse des Azoth entschlüsseln und ein neues Zeitalter des Wohlstands einläuten. Mhm. Ist also, ja. Ist wohl eher das hier so ein bisschen Magiekrams. Oder so, mit Alchemie und sowas. Also prinzipiell mit unserer Stärke Skillung sind wir wahrscheinlich eher bei den Marodeuren unterwegs. Wenn du dich zu sehr bei uns reinsteigerst, solltest du die anderen Schwätzer besuchen. Komm dann wieder und wir können reden. Ja, der hat ja wohl richtig Bock, dass ich da rumhängen war. Ja, fantastisch. Ich persönlich bin echt nicht so der Fan von Wall of Text. Ne? Also, irgendjemand hat sich ja viel Mühe damit gegeben, das alles aufzuschreiben, aber es spricht mich halt nicht an. Warum sollte ich irgendwelche Bücher lesen hier? Also sicherlich fürs Worldbuilding und dass da eine ganze Menge Geschichte drin steckt und so, sicher cool. Aber weiß ich nicht.
nicht so meins irgendwie. Also ich hab's tatsächlich lieber, wenn man es mir vorliest, klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber ich erlebe halt lieber eine Geschichte. Deswegen spiele ich ja ein Videospiel, um halt selbst Teil dieser Geschichte zu sein. Weil wenn ich Bock habe, mich hinzusetzen und zu lesen, ey, dann hole ich mir ein Buch. Ja. El Magistrato. Statte allen drei Fraktionsvertretern einen Besuch ab und entscheide dich für den vertrauenswürdigsten. Tja. So richtig schlau bin ich aber nicht geworden dadurch. Ich kann dein Zögern verstehen. Die Fraktion... Oder, ja. Erstmal können wir hier noch Punkte verteilen. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen halb-halb. Nochmal ein bisschen mehr Lebensenergie. Nicht ganz schlecht, denke ich. Und wichtig, Stärke. Tagebuch. Ja, irgendwie fehlt mir jetzt hier so ein bisschen. Also ich sag mal, okay, der hier sagt halt die stärksten der Starken, also da ist man dann wohl am ehesten mit Manifest der Marotten. Das ist doch vielleicht nicht ganz schlecht. Auch schön, dass mir eine Seite dann fehlt. Ein Pamphlet des Bündnisses. Pamphlet. Aha. Es ist also nicht nur Wall of Text, sondern enthält vielleicht wichtige Informationen darüber, wie die so drauf sind. Dann sollten wir es vielleicht doch mal eben lesen. Auch nicht so wirklich aufschlussreich. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, so als Krieger scheint man wohl hier am ehesten gut aufgehoben zu sein. Das würde mich halt schon interessieren, was diese Fraktionswahl zu bedeuten hat. Da fehlt mir tatsächlich jetzt so ein bisschen der Kontext, also ein bisschen... Na, ich denke mal, mit den Kämpfern hier machen wir nichts verkehrt. Du hättest das Zeug zum Marodeur? Bist du nur vorlaut oder kannst du deine Prahlerei mit Taten untermauern? Ich höre mir mal an, was die anderen Forderndes zu sagen haben. Hier sind auch so ein paar zweihändig Gerüstete unterwegs. Zurück, um dein Leben dem Licht zu widmen? Sieh zu, wie du klarkommst. Sehr erwärmend. Willst du dein Leben dem Licht widmen? Ja, dann sieh zu, wie du klarkommst. Und was ist mit dir hier? Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Spann mich nicht länger auf die Folter. Raus mit der Sprache. Also da muss ich sagen, ist bis jetzt am sympathischsten. Also zumindest von den jetzt kürzlich getroffenen. Also mit Alchemie und so, da müssen wir wahrscheinlich eher so in Sachen Kräuter sammeln unterwegs. Und ich will ja Bäume fällen. Ja, ein Baumfäller sein. Vielleicht werde ich dann...
später in der Alpha, oder ne Quatsch, in der Alpha, im fertigen Spiel, wähle ich dann vielleicht einen etwas anderen Charakter oder eine Charakterklasse oder Ausrichtung vielmehr. Du glaubst allen Ernstes, du hättest das Zeug zum Marodeur? Ja. Bist du nur vorlaut oder kannst du deine Prahlerei mit Taten untermauern? Aber für jetzt werden wir unseren Holzfäller Harald Holz den Marodeuren anschließen. Ach, na, wenn ich das vorher gewusst hätte, man könnte... Na, gut. Dann werden wir uns das jetzt hier nochmal etwas genauer durchlesen. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? Ja, okay. Ja, okay, also das scheint wohl in erster Linie so für PvP-Dinge interessant zu sein. Okay. Siehst du mal? Ja, wie gesagt, das sind wohl eher so die Kämpfer. Das, ja. Göttliche Recken. Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Das klingt schon so ein bisschen Paladin-mäßig. Und dann seinen Hammer noch segnen kann und Heiligschaden verursacht oder so. Ja, gerissen für Wahrheit und Fortschritt. Also das mit Alchemie, da ist wahrscheinlich dann Kräuterkunde mit drin und dass man vielleicht noch so Fall legen kann oder so, das könnte ich mir vorstellen. Aber wir werden hier mal den Kämpfern beitreten. Okay. Also ist nicht ganz endgültig. Meine Initiation bei den Marodeuren war ein Wendepunkt in meinem Leben. Nun nimm die Herausforderung an. Meine Initiation bei den Marodeuren war ein Wendepunkt in meinem Leben. Nun nimm die Herausforderung an, um auch deins zu ändern. Na klar, das machen wir. Eternum ist ein Land grenzenloser Reichtümer, die nur auf mutige und starke Eroberer warten. Die Cooper Ranch wurde von den Bruchfasshutzligen überrannt und die Familien mussten umsiedeln. Nicht zwingend, aber wir sollten es den Bruchfässern heimzahlen und ihnen ihre Beute abluchsen. Die Familien werden zwar so nicht wieder lebendig, aber zumindest setzen wir ein Zeichen. Na dann mal Attacke. Dann werden wir mal loshämmern. Oh, jetzt kommen wir denn auf U. Oh, ah, okay. Das machen wir mal schnell wieder aus, weil sonst sind wir, glaube ich, schneller tot, als wir gucken können. Aber man kann ziemlich schnell umschalten, ne? Das ist ja super. Das heißt also, ich kann jemandem hinterrücks eine knallen und dann schalte ich schnell um und dann... Naja, ich schätze mal, da werden sie vielleicht außerhalb der Stadt oder... So, andere Regeln gilt. Also, vielleicht kann man auch nur in der Stadt umschalten. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Wir sind ganz schön beladen, ne? Wir haben ganz schön viel Zeugs so. Was haben wir hier? Aha. Eine Hose. Granatenstark.
Ja, so, was haben wir denn hier noch? Bessere Handschuhe. Bessere Handschuhe nehmen wir auf jeden Fall mit. So, kann man denn hier auch irgendwo den Quatsch mal verkaufen? Was ist eigentlich aus unserem Holz geworden? Hat wahrscheinlich niemand geholt, was? Ich habe jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Also ich hatte ja Holz reingepackt. Ist das jetzt verkauft worden? Da, 988 hatte ich. Ah, offensichtlich ist der Preis einfach nur so weit weiter runtergegangen, dass wir es nicht losgeworden sind. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wie geht es jetzt hier weiter? Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist hier auch mal Schluss mit Holz. Was war das? Nichts passiert. Gut. Ich möchte jetzt bitte mein Holz wieder haben. Menge 0. Ach so, der hat sich einfach nur gemerkt, zu welchem Preis wir das da reingepackt haben. Ja, aber haben wir denn jetzt Geld bekommen gehabt? Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Naja, gut. Verkaufen. Kann man denn noch irgendwie... Also ich meine, wenn das hier der Handelsposten ist oder das Auktionshaus oder wie auch immer man das nennen möchte, und ich stelle da jetzt meine schrebeligen Handschuhe rein. Die will doch keiner haben. Zumal, genau das habe ich mir schon gedacht. Die Sachen ja irgendwie gebunden sind, ne? Aha. Gewöhnlich. Steht nichts bei. Seltsam. Mir war doch so, als hätte ich irgendwo mal gelesen, wird beim Anlegen gebunden. Da wird beim Aufheben gebunden zum Beispiel, ja. Ja, aber dann hätten wir doch hier beim Verkaufen. Das ist doch Rüstung hier. Kleidung. Ja, okay, ganz nett. Aber ich würde ganz gerne einfach so ein Wald- und Wiesenhändler sozusagen, dem man einfach mal seinen Trash verkaufen kann. Das wäre cool. Schmelzofen. Bündnis. Lagerschuppen. Ja, keine Ahnung. Und was haben wir hier schon wieder zu blinken? Drei Titel. Ah ja. Ich hätte gerne den Titel Lass mich in Ruhe. Gebietsruf. Wir haben schon wieder einen Rufaufstieg. Das ist ja cool. Dann haben wir natürlich wieder den Erfahrungspunkten-Bonus. Das ist ja nichts Verkehrtes. Tja. Honig nehmen.
Vielleicht schauen wir noch mal ins Lager, bringen da dann unsere Sachen hin. Da hinten ist auch ein Lagerschuppen. Und dann werden wir uns dann zur Cooper Ranch begeben und da aufräumen. Oh, hier haben wir noch mehr Zeugs. Dann wird man ja niemals los. Falscher Knopf. Wollt's einlagern. Wir haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Nicht hier drin, sondern vielmehr hier. Jetzt mal, wir sind ja schon die Hälfte voll, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Weil wir so viel Zeugs mit uns rumschleppen. Lassen wir hier diesen ganzen Berufe-Quatsch. Lassen wir jetzt erstmal hier. Das vermüllt uns nur unnötig das Inventar. Das würde ich vielleicht mal eben mitnehmen, damit wir gleich an einem Lagerfeuer uns vielleicht so ein paar Sachen uns Essen daraus machen können, weil so viel haben wir davon jetzt auch nicht mehr. Damit wir uns gegebenenfalls etwas aufheilen können. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, dann könnten wir vielleicht auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg da mal vorbeischauen. Angeln mit Schilden. Machen wir auf dem Rückweg, oder? Oder auf dem Hinweg? Das entscheide ich dann. Ja. Das so zum Plan der nächsten Folge. Also, seid gespannt, stay tuned und schaltet gerne wieder ein. Bis dann.